Seine Zeitung nennt Merkel die Schlepperkönigin. Der Schweizer Journalist fordert einen stärkeren Schutz der europäischen Außengrenzen. Erstens, es ist völlig unbestritten, dass Menschen, die an Leib und Leben bedroht sind, in Europa, in der Schweiz Asyl bekommen. Das ist ja keine Frage. Es ist auch keine Frage, dass Bürgerkriegsflüchtlinge aus Bürgerkriegsgebieten, dass die Schutz bekommen. Das ist ja völlig unbestritten. Aber das ist eine klare Sache. Lass mich schnell ausreden. Aber, und das bestreitet in Europa auch niemand, aber es gibt eine zweite Sicht auf diese Thematik. Und das ist die Sicht der Menschen, die bereits in Europa wohnen als Bürgerinnen und Bürger. Und diese Bürgerinnen und Bürger, wir hören jetzt diese Kritik aus Osteuropa, wir hören sie aber auch in Deutschland, das sind Leute, die sich Sorgen machen. Mhm. Und die machen sich Sorgen darüber, können wir das verkraften, was jetzt kommt? Sind wir wirklich bereit dafür, 1 Million Menschen aus arabischen Ländern, aus afrikanischen Staaten hier zu integrieren? Das sind Leute, die sich Sorgen machen, die arbeiten hier, die müssen rechnen, die schauen, die haben vielleicht nicht unbedingt den sicheren Job. Und die stellen sich diese Fragen. Und ich finde es sehr, sehr wichtig. Sie riskieren, dass ich Sie wieder unterbreche, nein, weil ich Sie nach der Schlepperkönigin gefragt habe. Lass mich nur sagen, was ich ganz wichtig finde, ist, dass die Sichtweise, diese kritische Sichtweise, diese Leute nicht unterdrückt wird, dass die zur Sprache kommen. Und das ist entscheidend. Und ich vermisse eben die Perspektive in dieser Sicht. Und deshalb ist eben auch eine kritische Sicht auf Frau Merkels Position in dieser Frage natürlich legitim, weil sehr viele Menschen sich die Frage stellen, schafft Frau Merkel mit diesen Ansagen falsche Anreize? Und wenn ich die Bemerkung noch hinzufügen darf, es ist auch ein bisschen, wie soll ich sagen, fragwürdig, wenn Frau Merkel sagt, es können alle Flüchtlinge nach Deutschland kommen, aber gleichzeitig sagt sie, wir müssen diese Flüchtlinge dann auch mit Zwangsquoten auf ganz Europa verteilen. Und da finde ich das sehr, sehr wichtig, dass wir diese Entscheidungen sehr kritisch auch bei einer sehr guten Politikerin wie Frau Merkel diskutieren. Jetzt frage ich Sie umgekehrt oder ich stelle mir die Frage, sind dann für Sie, Frau Roth, Herr Friedmann, sind dann für Sie alle Leute, wie zum Beispiel Orban, wie Leute in Ungarn, die sagen, hier haben wir ein riesiges Problem mit diesen Migrationsströmen und Frau Merkel setzt falsche Anreize, setzt falsche Botschaften. Sind das dann für Sie, Frau Roth, Herr Friedmann, sind das alles Rassisten, sind das alles Rechtsextreme, sind das alles Verbrecher? Und da muss ich Ihnen sagen, da machen Sie es sich vermutlich zu leicht. Aber Sie haben doch die Antwort noch gar nicht gehört und schon kommentieren Sie. Sie haben schon vorauskommentiert, aber ich frage Sie, ist für Sie jeder, der diese Situation jetzt kritisiert, wie das die Ungarn machen, ist das schon automatisch eine schnelle Antwort darauf? Natürlich ist das Land verpflichtet, die Flüchtlinge zu registrieren, die Fingerabdrücke abzunehmen. Das wäre die Durchsetzung des Rechts gewesen. Jetzt machen Sie das mal bei Tausenden von Flüchtlingen, die auf den Schienen liegen, die eingefärscht sind in den Waggons, die sich weigern auszusteigen. Soll da die ungarische Polizei in Bataillonsstärke hingehen und mit Gewalt die Flüchtlinge herausholen und dazu zwingen? Dass sie das nicht getan hat, das kann ich und diesen Punkt kann ich Ungarn nicht fordern. Ich meine, aus der Sicht der Ungarn, und jetzt muss man nicht das alles in die faschistische Ecke nehmen, das sind auch ganz normale Ungarn, die das so sehen, die sagen, Schengen heißt doch, Auftrag Schengen ist Sicherung der europäischen Außengrenzen, dafür sind die offenen Innengrenzen. Und gleichzeitig heißt Dublin Registrierung der Flüchtlinge. Und jetzt kann ich die Ungarn schon verstehen, dass sie sagen, wir werden Opfer einer europäischen Doppelmoral. Jetzt versuchen wir doch, die europäische Außengrenze zu sichern und gleichzeitig die Flüchtlinge zu registrieren, also an der Weiterreise zu hindern. Sie haben es auch nicht konsequent, sie haben es auch nicht durchgezogen. Ich gebe Ihnen recht, sie haben es auch nicht in dieser schwierigen Situation. Die Menschen sind nicht perfekt, die machen auch Fehler. Und da ist eine Doppelmoral drin. Wieso kritisiert man die Ungarn dafür, dass sie sich eigentlich an die europäischen Verträge halten? Die Menschen in den Visegrad-Staaten, die Generation, die heute die Mehrheit der Wähler stellt, das sind Menschen, die nicht so eine Woche in Hurghada oder eine Nilfahrt oder 10 Tage Marokko gemacht haben, die ganzen Jahre ihres Lebens, sondern höchstens Bulgarien. Und die Regierungen hier haben zunächst einmal die Aufgabe, ihren Wählern zu dienen. Und das versuchen sie nach Kräften. Es gefällt uns ab und zu nicht, aber sie sind halt gewählte, legitime Regierungen, die versuchen irgendwie den Zustand der Gesellschaft, der sie vorstehen, auch gerecht zu werden. Mhm. Die Regierung hat weniger die Aufgabe, die Bürger zu erziehen, sondern sie hat die Aufgabe, den Bürgern Möglichkeiten aufzuzeigen und möglichst das zu repräsentieren, was einmal
die mehrheitliche Meinung in dem Lande ist und was auch den Interessen des Landes am besten entspricht. Und da kann es, da muss es ja passieren, dass sich die unterschiedlichen Regierungsansätze tatsächlich stellenweise auch widersprechen. Wir haben das auch im Westen Europas. Ich habe bei diesem Politologen gesehen, er hat gesagt, es gäbe gefühlte, wenn auch nicht reelle Gefahren. Und hier muss ich Ihnen einfach sagen, meine Damen und Herren, wir dürfen uns jetzt nicht im Elfenbeinturm dieses Studios abkapseln. Es gibt da draußen in Europa sehr, sehr viele ernsthafte Menschen, das sind keine Rassisten, das sind keine Populisten, das sind Leute, die ihre Steuern bezahlen, die arbeiten Tag für Tag, die machen sich Angst, die haben Angst um ihren Job. Die fragen sich, was haben wir hier ausgelöst, was kommt auf Europa zu? Sie hören von den Politikern und von den Talkshow-Intellektuellen, ja, wir können das alles beherbergen. Wir können, sicher, wir können das alles beherbergen, wir können alles aufnehmen, wir schaffen das, das geht, das geht. Und da muss ich Ihnen sagen, da gibt es sehr, sehr viele Menschen, die machen da ein Fragezeichen. Die sagen, ist das nicht eine Überforderung? Und jetzt möchte ich nochmal die Frage, nein, ich möchte jetzt einfach nochmal die Frage stellen. Sie haben das gebracht, Herr Friedmann. Sie haben jetzt noch einmal von Rassisten, Rechtspopulisten und so weiter gesprochen. Jetzt stelle ich die Frage noch einmal. Habe ich Sie richtig verstanden? Herr Orban ist ein rassistischer Rechtspopulist. Sind diese Leute, die das kritisieren? Nein, ich finde auch, Sie das ist ja. Aber was in der Diskussion wirklich komplett ausgeblendet wird, das ist die Solidarität mit den Menschen, die bereits hier sind. Ich meine, wir entscheiden jetzt gravierend, sagen, da gibt es Flüchtlingsquoten, so und so viele Leute sollen kommen. Alles, wissen Sie, wie viele Syrer das auf der Flucht sind? Das sind 10 Millionen Syrer. Nein, es sind wollen mehr. Sie alle sogar noch mehr? Ja, und was machen und jetzt, wir? Sollen wir uns einmauern oder den Reichtum teilen? Und ich frage Sie einfach, was ist denn die Alternative? Was wollen Sie mit den Menschen machen, die alles verloren haben? Ich artikuliere hier einfach weit verbreitete Sorgen und ich sage, wenn Sie von Solidarität sprechen, ja, ich bin auch für Solidarität. Dürfen Sie mich ausreden? Dürfen Sie mich ausreden lassen, bitte. Wenn wir von Solidarität sprechen, das ist in Ordnung, dass wir mit Solidarität mit Flüchtlingen sprechen. Aber wo ist die Solidarität mit den Menschen, die hier sind? Ach. Die werden ja gar nicht gefragt. Es gibt ja keine Volksabstimmung. Die Leute können sich gar nicht artikulieren. Und wenn ich in dieser Sendung, wenn ich da zuhöre, höre ich, dass jeder, der hier ein kritisches Wort sagt, von außen, wenn Sie sehen, die Ungarn, das sind Rassisten, die haben gefühlte Gefahren. Nein, gesagt. Entschuldigung, das sind berechtigte Ängste. Und wenn wir die Ängste ausblenden, werden wir diese Probleme nicht lösen, weil wir haben eine privilegierte Existenz hier in einer Talkshow. Die Flüchtlinge sagen, also als ich Syrien verlassen habe, war auch nicht mein Wunsch, nach Litauen oder nach Rumänien zu kommen. Ja. Ich wollte lieber nach Österreich, nach Holland, nach Deutschland, nach Schweden. Ja. Zu glauben, sie werden dann dort in diesen Ländern bleiben. Es wird den einen oder anderen geben, der weiterwandert. In Deutschland wohnen schon über 160.000 Syrer. Die Menschen werden dorthin gehen wollen, wo ihre Nachbarn, ihre Freunde, ihre Familie, ihre Bekannten sind. Und ich muss an dieser Stelle Herrn Köppel ausdrücklich in Schutz nehmen. Mit keinem Satz hat er hier ausländerfeindliche Ressentiments befeuert, sondern er hat nur auf Besorgnisse hingewiesen, die es tatsächlich gibt. Es gibt das, was Michel Friedmann vorhin beschrieben hat, offenen Rassismus, von Anschlägen auf Flüchtlingsheimen ganz zu schweigen. Aber es gibt auch Menschen, die sich Sorgen machen über die Integrationskraft unseres Landes. Sie Integrationskraft. Wollen es umdrehen, dann drehen wir es jetzt einfach um. Wir reden über die Quoten und die Lösung nachher. Wenn wir als Politiker die Körpersprache haben, in Ordnung? Euch nehmen wir gar nicht ernst, eure Sorgen nehmen wir gar nicht ernst. Das ist alles latenter Rassismus, werden die Probleme viel, viel größer, als sie jetzt schon sind. Wenn wir glauben, dass wir, was wir dieses Jahr noch meistern können, von der Zahl her, auch in 2016, 2017, 2018 meistern können, diesen Glauben habe ich nicht. Es leben jetzt noch Millionen in den Grenzgebieten, die Hoffnung hatten, wieder in die Heimat zurückkehren zu können. Diese Heimat gibt es vielleicht gar nicht mehr, weil entweder der IS-Terror sich im Grund und Boden festgekrallt hat, die Häuser zerstört sind. Sie werden nicht im Grenzgebiet Libanon, Jordanien, Türkei auf Dauer bleiben wollen. Also. Sie werden weiter wandern wollen in die Mitte Europas. Und wenn es dann bei der Verteilung bleibt, dass 6 Länder 90% der Flüchtlinge aufnehmen müssen, dann droht eine Überforderung. Die EU besteht eigentlich nur aus Vereinbarungen. Ne? Sonst sind wir unsere Länder, wir haben verschiedene Sprachen. Aber das sind Verträge, Richtlinien, die Gesetze, so wie das in einer Gesellschaft auch ist. Und wir haben ja in den letzten Jahren erlebt, dass diese Vereinbarungen immer mehr nach Gusto eingehalten werden. Wenn es passte, ja, und wenn es nicht passte, dann nicht. Also, und da ist zum Beispiel dieses Dublin-System ein sehr plastisches Beispiel. Ich meine, Italien hat
immer seine Flüchtlinge weitergeschickt, seit Jahren, und sich nicht an diese Vereinbarung gehalten. Wir haben das in der Euro-Krise erlebt. Wir erleben das, dass wir zum Klimaschutz Vereinbarungen treffen, die dann nachher, wenn es konkret wird, dann wieder unterlaufen werden. So, und im Übrigen würde ich manchmal die Sprache gerne ein bisschen behutsamer haben. Wissen Sie, ich bin auch zusammengezuckt, als es plötzlich hieß, diese Zuwanderung wird unser Land verändern. Da habe ich gesagt, Und dann macht ihr das mal so über Nacht und sagt, die Züge sollen kommen. Dürfen wir da nicht mitreden, wie unser Land verändert wird? Die meisten Deutschen wollen nicht, dass ihr Land verändert wird. Die finden das nämlich ganz okay. Aber so, und das ist ein legitimes Interesse. Das ist das, was Herr Köppel sagt. Und wissen Sie, es entsteht da, also es gibt einmal die Vorbereitung einer Gesellschaft auf das, was auf sie zukommt, aber es entsteht dadurch auch Angst. Das sind Menschen, die kommen und die wollen sich integrieren, die wollen teilhaben, die wollen arbeiten können. Es werden aber auch Menschen kommen, die sind nicht unmittelbar verwertbar. Die haben riesige Probleme, die sind traumatisiert und trotzdem, ja. Was bin ich froh, dass Sie den Halbsatz gesagt haben. Wenn wir zwei den gesagt hätten, menschenverwertbar, da wäre aber morgen was. Ich werfe Ihnen das nicht vor. Ich sage in Anführungszeichen. Nein, Moment. Bei mir wäre was los morgen. Ich sage, das ist eine Argumentation im Moment von unseren Arbeitgebern, die sagen, wir brauchen Menschen, wir haben 500.000 offene Plätze und die kommen. Für mich ist das Symbolbild der europäischen Politik der letzten Wochen, und das ist das erschütterndste Symbolbild für mich neben diesem Jungen, das erschütterndste Bild ist, dass wir in Österreich einen Lastwagen haben mit 71 gestorbenen Menschen, und da habe ich mich gefragt, wo ich dieses Bild gesehen habe, was ist eigentlich in Europa los, dass ein Lastwagen mit menschlicher Fracht, ich kann sich da anders sagen, mit erstickenden Menschen über hunderte von Kilometern durch Europa durchfahren kann. Offenbar gibt es hier gar keine Grenzkontrollen mehr. Was ist eigentlich mit den europäischen Institutionen los, dass derartige verbrecherische Aktionen möglich sind? Und vor diesem Hintergrund müssen wir uns doch, das sind doch Alarmsignale, und da müssen Sie doch feststellen, dass wir ein riesiges Problem haben, was die Grenzsicherung, was die Grenzkontrollen angehen. Und ich bin anderer Meinung als Frau Roth. Ich sage, wir müssen natürlich diesen syrischen Bürgerkriegsflüchtlingen helfen. Aber wo ich ganz strikt dagegen bin, ist, wenn wir ganz Syrien in Europa, in Deutschland aufnehmen, weil irgendwann, was Frau schlagen Sie vor, wenn die Menschen Syrien, sich in Bewegung setzen? Aber ich glaube, wir tun uns in Europa generell ganz schwer mit dieser Diskussion, weil das immer so, man ist so schnell immer in irgendwelchen Ecken. Also wenn jemand sagt, wir müssen unsere Grenze sichern, dann ist er in der rechten Ecke. Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass Staaten ihre Grenze sichern. Das ist ein Merkmal der Staatlichkeit, dass nicht einfach irgendjemand über die Grenze gehen kann. Und wir erleben das im Moment zigtausendfach, dass illegal emigriert wird, jedenfalls nicht kontrolliert an den Grenzen. So, und das macht Menschen auch besorgt. Aber damit sind sie nicht in der rechten Ecke, wenn sie das feststellen. Ja. So umgekehrt ist so die Grenzen, das Recht auf Verfahren, ja. Aber wir wissen, ich war in Melilla an diesem schrecklichen Zaun. Ja. 90% der Leute, die über diesen Zaun steigen, und das ist eine unglaubliche Wucht, sie würden das nie glauben, dass man da rüber kann, wenn sie da stehen, die haben keine Asylgründe. Sie haben gute Gründe, nach Europa gehen zu wollen, aber nicht Asylgründe. Gut, aber dann lassen. So. Und dann ist, finde ich, dann ist das auch immer so eine Schwarz-Weiß-Diskussion für mich. Wir werden uns daran gewöhnen müssen, das hat Herr Bosbach völlig recht, die, denen man sagen wird, ihr habt keine Asylgründe, die werden trotzdem versuchen. Alle es führt einig. Von diesem verfluchten Irakkrieg ein direkter Weg zum Bürgerkrieg in Syrien und zu vielen anderen Krisenherden in Afrika. Ja. Wir haben Herrn Gaddafi, der zweifellos ein Schurke war, mit europäischen Flugzeugen aus dem Amt gebombt, haben das UNO-Mandat bei weitem überschritten, was wir hatten, und haben jetzt nicht mal mehr einen Gesprächspartner dort. Unsere Handelspolitik in der EU ist ein Skandal. Ja. Wir machen die Wirtschaft in Afrika kaputt, Landwirtschaft, dessen haben wir dann die almosenhafte Entwicklungshilfe, die ist hoch, das ist wahr, aber die fairen Wirtschaftschancen öffnen wir den Ländern nicht. Und da wird es anfangen, nur zu glauben, dass man verhindern wird, dass wieder Leichen an unsere Strände gespült wird. Das ist nicht möglich, auch weil die Menschen nicht wollen, auch wenn sie keine Asylgründe, auch nach einem rechtsstaatlichen Verfahren ganz kurz, Michael Fried.